Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16 mit Clive und Joshua und Torgal und mir, Daniro. Und ja, wir haben in der letzten Folge uns ein bisschen so hier einige Quests hier aufgehalten. Wir haben entschlossen, uns die Bürde von allen Leuten hier unseren Schultern zu tragen und ja, wir kamen nicht wirklich dazu, irgendwie habe ich schon wieder angeschrieben. Wir kamen nicht wirklich dazu, hier so viele Quests zu erledigen. Wir haben überwiegend eigentlich nur Quests angenommen letztens, aber jetzt, wo wir das alles hinter uns haben, kümmern wir uns mal um die ganzen Quests und gucken wir mal, was hier so abgeht. Ne? So, irgendwie sind ja Banditen und so draußen. Ne? Anscheinend verbreitet diese Schlange schon wieder irgendwelche Lügen. Mein Gott, er tut einmal Lügen und jetzt nehmen sie ihn die ganze Zeit Lügen. Oh, ihr seid es. Ja, helft mir, gegen Banditen zu kämpfen. Und sie ist Fire Emblem. Ich muss euch etwas Dringendes mitteilen. In der Velkoi ist eine Ätherflut ausgebrochen. Das Lager des sogenannten Bunds der Geächteten ist überschwemmt worden. Sie haben sich verwandelt. All diese Banditen sind jetzt akasisch und sie könnten jeden Moment hier sein. Ihr müsst die Menschen aus der Stadt evakuieren, und zwar sofort. Ach, wirklich? Und von wem, wenn ich fragen darf, habt ihr diese erschütternden Neuigkeiten? Ja, oder Stadtballer vielleicht? Der steht nämlich gerade auf dem Markt und erzählt genau denselben Unfug. Ihr könnt ja glauben, wem ihr wollt, Milord. Aber wir wissen ganz genau, dass er lügt. Warum sollte er in einer so ernsten Angelegenheit lügen? Wer weiß, vielleicht will er sich irgendwie an uns rächen. Wäre er nicht aufgeflogen, dann wäre dieser Kerl demnächst unser Dorfrat geworden. Ein Posten, auf den ein Träger sicher keine Aussicht mehr hat. Würde mich nicht wundern, wenn der Junge innerlich brodelt vor Zorn. Ja, genau. Lord Underhill. Verzeiht mir. Genau, er liegt ja. Es ist nur allzu offensichtlich. Die Leute regen mich hier gerade voll auf, ne? Lubor ist nicht vertrauenswürdig und deshalb seid ihr es leider. Irgendwie ironisch, statt die. Ich verstehe eure Skepsis. Aber was, wenn Lubor doch die Wahrheit sagt? Bedenkt, wie viele Leben hier potenziell auf dem Spiel stehen. Er lügt. Und zwar garantiert. Oh Gott, ihr Leute, versteht also zum Sterben, ey. Ihr begeht einen großen Fehler. Oh Gott, ich hoffe, die Leute sterben alle. Komm, Clive. Wenn sie nicht auf uns hören, müssen wir einen anderen Weg finden, die Stadt zu retten. Sieht so aus. Sprechen wir mit Ferda. Das ist irgendwie ironisch, dass die alle irgendwie ihn irgendwie als Schlange bezeichnen, obwohl die ihn, nur weil er ein Träger ist, irgendwie nicht irgendwie ja mehr vertrauen oder so. Genau, wir sind natürlich alle moralisch, alle voll richtige Leute im Kopf. Ferda. Sid, was gibt's? Ich habe versucht, mit Konrad und Natalie zu reden. Leider vergebens. Sie sind überzeugt, dass alles, was Lubor sagt, gelogen ist. Diese Schwachköpfe! Auf die Stadtwache könnt ihr also nicht zählen. Aber auf mich. Ich werde euch helfen, Dalimil zu verteidigen. Sagt mir nur wie. Danke, das weiß ich zu schätzen. Sid! Ferda! Ich habe überall nach euch gesucht! Victor, du bist noch hier? Ich dachte, Lubor braucht vielleicht Hilfe. Und genau der Fall ist gerade eingetreten. Kommt schnell mit! Was machen die mit dem? Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen. Sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade. Einmal konnten wir die Stadt verteidigen, aber diesmal ist es anders. Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir. Wenn ihr nicht flieht, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Der hat einmal gesagt, er ist kein Träger. Das hättest du gern.
Nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Mach, dass du abhaust! Hau ab, ja, Träger! Lass uns von allen Säulen! Nichts los, raus sagen. Mit dir! Hau ab! Schlecht dich in dem Loch! Bitte, hört ihr! Ja! Oh Gott, ich hoffe, die werden alle sterben. Warte, sieh mal da. Aufhören! Ihr tut ihm weh! Ah. Oh, jetzt hoffe ich erst recht, dass die alle sterben. Das ist eine gute Frage, ne? Doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert? Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie. Und hat Luba sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alle so, als wäre er gar nicht da. Ja, aber er war ein Träger. Lubor. Schluss jetzt. Es reicht. Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen und genau das werden wir tun. Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Also sag schon, was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib zu halten? Wir fliehen nicht. Wir werden kämpfen. Also gut. Na schön. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Eigentlich können die ja nur mich senden, ne? Deswegen heißt die Quest ja Hasenjagd, weil er der Hase der Wüste ist, ne? Weil die Häsin angeblich. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle akasisch. Und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar. Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen, wann und wo sie angreifen. Aber gegen diese Kreaturen wird Dalimil nichts anderes übrig bleiben, als sich blind in die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen, im Norden und im Süden, senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Konrad, kann ich auf die Schwerter der Stadtwache zählen? Jederzeit. Die Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Viktor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferda. Kann ich mich auf euch verlassen?
Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und mach den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar, Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Natürlich die gefährlichste Aufgabe von allen. Du hast sie alle platt. Ich wollte dich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Gartenarbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Keine Frage. Also dann, wir alle wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Für Dalimil. Alles klar, gut. Dann mal los. Die anderen sind bereit. Ich sollte sie nicht warten lassen. Hm, muss ich denn da hin? Dann kann ich da bestimmt mal kurz da eingehen. Da waren wir doch schon mal. Wollte schon sagen, schon wieder ein neuer Ort? Nee, ne? Da gehen wir mal zu Fuß, ne? Oh Mann, ja. Die Flut. Joshua, du bist auch hier. Schafft es Joshua, ihr lebt aus der Geschichte. Und für ihn haben wir ja auch noch eine Quest, ne? Wenn er sterben würde, dann würden wir ja keine Quest von ihm aufnehmen können, ne? Aber rückblickend betrachtet kann man ja wahrscheinlich dann nur Quest verpassen, ne? Wenn man irgendwie im alten Versteck noch war und so, ne? Lassen wir erstmal gucken, wie das Spiel wieder geht, ne? Ich bin gerade voll überfordert. Ich meine nochmal hier, mein Gott, da bin ich hier den ganzen machen. Ja, noch Level 40. Okay, wer tut die alle hochballern? Bin ich mal gar nicht gut. Deswegen habe ich den Angriff hier eingepackt. Alter, ich habe ein besseres Schwert. Boah, wer tut denn die alle hochballern? Wo sind da hinten ist noch einer? Wie kannst du von da aus mit Schnalle? Hör auf. Ja, noch mehr. Meine Güte. Boah. Ganz ruhig bleiben. Bisher eigentlich, wenn ich auf verschiedenen Stufen dann einsetze. Mal gucken. Nein. Oh. Ich mich ja gerade ein bisschen amüsieren, nehme ich an, ne? Na, ich bin ausgewichen. Ins Gesicht. Boah. Ich habe ihn lange vermisst. Komm her. Und er hat volle Möhre drauf. Do Reading Time. Viel zu stark, glaube ich.
So, wer auch immer jetzt noch übrig ist, ihr seid tot. Nee, immer noch nicht. Boom. Ah, ich habe diesen Angriff so vermisst. Oh, wie stark der ist. Okay, war ein bisschen einfacher als gedacht. Ich habe mir noch voll viel Zeit gelassen, mich zu amüsieren. Ich weiß nicht, warum mir das Spiel gerade so schwer fällt. Mit aufgelöst. Wir müssen zurück nach Dalimel. Okay. Als ich Star Wars gespielt habe, da war die Steuerung immer komplett wieder da, ne? Ich bin reingegangen, boom. Muss schon wieder das Spiel geht, ne? Hier habe ich irgendwie Schwierigkeiten, so. Nein! Schon wieder habe ich angeschrieben, Mann. Ich glaube, wir haben alle Akasischen erledigt. Das dürften die letzten gewesen sein. Die letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Sir Clive ist wieder da. Clive, Torgal, Bill. Wie steht es um die Plage von Ceratina? Er ist schon fertig. Ausgemerzt. Mit Stumpf und Stiel. Ich wusste, ich verstehe es nicht. Enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Kein Ding. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Dalimil ist gerettet. Yay. Wir haben es geschafft. Wen könnt ihr da verdanken? Lubor. Genau, mir. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast so viel für diese Stadt getan. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Aber er ist immer noch ein Träger. Und wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Wir können nur hoffen, dass du uns verzeihen wirst. Wir brauchen dich, Lubor. Dalimil braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest, meine Stimme hast du. Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Wie wir dich behandelt haben, sagt aber umso mehr über uns aus. Ja, irgendwie schon, ne? Egal ob Träger oder nicht, du bist der Mann, der Dalimil gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens. Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Einheit ist der Schlüssel zu Dalimils Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert. Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens, wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Wir haben vieles versäumt. Ich hoffe, wir können unsere Fehler wieder gut machen. Ja, erstmal muss er gewählt werden, ne? Stimmen wir zu. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich. Dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. Genauso wie bisher. Bedingung akzeptiert. Knall, so als wäre halt irgendwie weit nicht. Na dann. Das hätte er halt irgendwie von Anfang an geplant, ne? Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Ja, alles läuft nach Plan. Nee, voll der Code Gears Plan. Irgendwie so, ja, jetzt bin ich eine Spitze. Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier,
Der kriegt bestimmt einen guten, einen großen Hut dafür, ne? Danke. Lubor, das mit den Kindern. Keine Sorge. Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war. Also sowas von recht. Meine Arbeit. Das ist meine Stadt. Gib mir deine Mütze. Die ist jetzt meine. Alles nach Plan gelaufen. Auftrag abgeschlossen. Hasenjagd 2. Ich nehme mal an, Hasenjagd 1 hatten wir schon mal irgendwann, ne? Aber ich komme nicht in ein Schild des Dornenkusses. Ein Hauch des Lichts. Cool. Also mit Accessoires, die ich sowieso nicht ausrüste, habe ich meine ganzen Erfahrungspunkte plus Dinger. Ausrüstet. Bin ich voll geheilt? Nee. Dann machen wir mal kurz einen Abstecher hier zum Versteck. Weil dann heilt man sich nämlich hoch. Und dann gehen wir zum nächsten Ding, was wir machen müssen, ne? So, jetzt sind wieder ein paar neue Sachen, neue Lieder, genau. Wird vertagt. So, was haben wir denn noch? Oh, so viele Sachen. Speer in Spee. Ein neues Joch. Also immer noch Swarok. Kann ich jetzt mal endlich da zu dem einen Ding hin? Oder ist das immer noch zu? Jetzt mal bist du, was ist, ne? Hoch hinaus, gehen wir mal da ein. Für mit, ne? Tun wir mal so wild willkürlich hier die ganzen Dinger. Obwohl, sagen wir jetzt nicht. Wir sagen nicht, du steigst da wieder ab. Ach. Danke, mein Mädchen. Gut, gut gemacht. Ne, hier ist glaube ich irgendwie eher. Hier ist glaube ich näher dran, ne? Das ist auch schon wieder. Laden eben. Habe ich ja nicht alles verlangsamt hier abgekauft, hier aufgekauft. Wie viel Geld habe ich denn? Nicht viel. Was auch immer da ist, ich werde mir nicht leisten können. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen gehen wir woanders hin. Wow, was stimmt mit dir nicht, Mädchen? Keine Fehler. Da sind wir wieder. Kurava. Wo willst du dich verstecken, Torgal? Alter, Vorsicht. Schildkröte wärst. Oh, das müssen wir machen jetzt. Okay. Okay. Wir klammern uns mit dem Adamantai-Mai. Oh ja. Na. Ich nehme an, so sehen die meisten Adam Tamayos in Final Fantasies. Ich erinnere mich immer noch an diese Viecher aus Final Fantasy 13. Die so aussehen wie so AT-AT ist. Da habe ich dich abgetreibt. Die sehen wortwörtlich aus wie AT-AT ist. Die haben so riesige Schildkrötenviecher auf so riesigen Beinen. Sehen die ja schon ganz schön lahm aus. Ich muss mir ausweichen ja mal wieder angewöhnt, ne? Ich irgendwie sehr
viel Probleme hat hier. Mit Ultima damals, ne, der war ganz schön schwierig übrigens. Ja, allgemein irgendwie voll viele Probleme hier. So, mal gucken, wie viel er abzieht. Okay, ich habe den Rhythmus von dem Ding nicht mehr so im Kopf. Ja, ich kann ihn von dir aus nicht treffen. Boah. Na komm her, du Stück. Ja, bin ich von hinten an, dann fallt er ab, ne? Aber er ist weg. Wir sind echt schon geladene Folge heute. Oh, cool. Mal sehen, was passiert, wenn man nur 4 Dinge hat. Okay, nur 800 Erfahrungspunkte. Adam Timer Panzer. Falls mit noch einen braucht, soll sie ihn sich selbst besorgen. Da kommt schon, so schwierig war es jetzt auch nicht. Meine Schildgurte in überdimensionale. So, ey. Haben wir ja noch irgendwas? Was Schönes? Hey, tatsächlich. Okay. Mal weiter. Wo gehen wir noch hin, ne? Sollen wir die Quest hier annehmen? Ist das eine Quest? Ewige Pflicht, keine Ahnung. Geh mal da hin. Haben noch keine AP verloren. Nicht so viele jedenfalls, dann kommen wir mal kurz hier rein. Ich glaube, da ist eine neue und da ist eine, die wir schon angefangen haben. Macht die Kollegen. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Ja, es wird Ultima, ich glaube, was denkst du, was passiert ist? Hat einen Brief von Vater? Ja. Er ist Cyril, okay. Ach, die Quest ist das. Das kann ich nicht lesen. Werdet ihr so freundlich, Milord? Ich weiß, dass ich euch diesen Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen musste. Jedoch hatte ich keine Wahl. Sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes, unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachen auch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern. Aber die Hindernisse, welche uns im Wege stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft habt, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch diese schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und meinen Glauben an euch beides erinnert. Euer Vater. Ein Erbe. Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Auch konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität. Zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valisthea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte.
aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt, welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eure Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Oh, die eine. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen. Denke an die Kollegin hier von Joshua. Wo ist sie überhaupt? Soweit sie ist, sie noch mal? Zumindest. Ist sie noch am Leben? Und ja, ne? Ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, euer Gnaden. Danke, Sir. Wollen wir? Wie ist sie noch mal? Jorde oder irgendwie so was, ne? Irgendwie so. Hier die immer bei Joshua war. Na gut. Okay. Wie hat Ding eigentlich heilen oder irgendwie so? Äther, das ist kein gutes Zeichen. What? Könnte man die Dinger schon immer ansprechen? Da im Archiv, wo ist das? Hier unten? Was zum? Ich war doch gerade da drin. Boah. Ich habe noch eine Sache. Lord Rossfield, ich habe eine Bitte. Ja, aber da konntest du uns vorher nicht schon sagen. Einer unserer Ordensbrüder befindet sich derzeit in Ashra, um ja, da müssen wir unserer weiterhin andauernden Nachforschungen einer neuen Spur nachzugehen. Sein letzter Stolas ist bereits eine Weile her und seitdem haben wir nichts von ihm gehört. Hat er auch eine Ruine der Gefallenen erforscht? Nein. Gegenstand seiner Untersuchung war ein Erlöserkult, welcher in den letzten Jahren in Ashra entstanden ist. Wir glauben, er könnte eine Verbindung zum Kreis des Malius haben. Einer uralten Religion, welche Ultima als Gott verehrt hat. Wir hatten uns erhofft, über diesen neuen Glauben mehr über die ursprünglichen Lehren des Kreises herauszufinden. Also habt ihr ihn nach Ashra geschickt, wo es von Orks und Akasischen nur so wimmelt. Wir waren uns der Risiken vollends bewusst, ja. Ich habe die Mission einem unserer fähigsten Mitglieder anvertraut, dem dritten Stuhl. Er verfügt über reichliche Erfahrung mit derartigen Aufträgen. Obwohl sein Schweigen nun bereits einige Tage andauert, habe ich es bisher vermieden, weitere Brüder auf die Suche nach ihm zu entsenden, damit wir diese nicht auch verlieren. Wir haben den vierten Tisch nach ihm gesendet, aber er hat auch nichts von ihm gehört. Informieren, da ihr so reichlich Erfahrung mit den Tücken Ashras habt. Und die achte Tür, aber ihr so eindringlich vermittelt, dass niemand seinem Schicksal überlassen werden sollte, solange dies vermeidbar ist. Na gut, ihr habt missgebaut und ich soll das alles ausbaden. Verstanden. Ashra ist groß. Wisst ihr nichts Genaueres? Vielleicht. In seinem letzten Stolas aus Ashra erwähnte er ein Dorf, in dem sich der Kult angeblich oft versammelt. Mickelburg heißt es wohl. Es liegt im südlichen Teil Valuts. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, dann höchstwahrscheinlich dort. Verstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Wenn ich Zeit habe. Der Orden dankt euch, Milord. Bitte macht euch auf den Weg. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Genau. Wir haben da irgendwie so fragwürdige Sachen irgendwie gemacht, ne? Die Clive nicht so gut gehört hat. Wenn der Glaube wirklich ein Ableger vom Kreis des Malius ist, dann... Lass uns fürs Erste den dritten Stuhl finden, in Ordnung? Okay. Ist auch noch was. Das ist das Archiv, ne? Ach ja, hier diese... War nicht so ein alter Mann, der mit uns geredet hat? Ne, der war aber noch nicht. Hallo? War ich hier schon mal drinne? Ich glaube, ich war noch nie drin. Hey. Milord,
Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Es hat die gleiche Frau. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet nicht daran erinnere. Aber Jill wurde irgendwie, als sie noch ein Kind war, bitte erzählt uns doch mehr. Im Garten vor dem Schloss irgendwie von jemandem so ermahnt. War das sie? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Weiß nicht, warum ich mich ausgerechnet daran erinnere. Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, das stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Vielleicht sollten wir priorisieren. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Naja, aber der Tod ist hier. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Stadt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr. Doch ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Na, was wohl? Na, pff. Lass uns doch erstmal alle inhalten und fragen, was Joshua von dieser ganzen Situation hält. Im Süden. Doch seien wir vorsichtig. Goditha wurde schließlich schon einmal enttäuscht. So, wo genau ist denn das jetzt? Wo ein Wille ist, ist das die Quest gewesen? Ewige Pflicht, ja, hier. Im Schatten des Titans, ja. Mach mal das erstmal, klingt wichtig. Ne? Ja, wer kommt denn da angeschlittert? Wow. Was für ein heißer Vogel kommt denn da? Ja, aber wenn er jedes Mal wieder so pfeift, denke ich mir irgendwie, hat er irgendwie so was ablässt. Ja. Ah, schaut euch mal das Hinterteil von diesem Vogel an. Boah. Okay. Das war übrigens gerade nicht gehört, Joshua. So. Hey. Smurg. Die ganze Zeit absteigen. Eine Sekunde, Joshua, ich will da raus, wie man die absteigt. Alles klar. Da. Fast. Boom.
Nein. Das Gesicht. Zack, 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 zack. Der Angriff gefällt mir viel besser, ganz ehrlich. Ah! Guck mal näher. Ja. Nein. Komm her, ein Stück. Und jetzt zerschneide ich dich. Nicht getroffen? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Aua. Oh mein Gott. Nein. Ah. Das ist ja nicht mein. Was ist er denn? Wir müssen ja so am Leuchten, aber. Königsmörder, was? Wie wir Mörchen raushauen. Komm zu mir. Nein, der bewegt sich ein bisschen. Jetzt noch den hier. Natürlich reicht das wieder nicht. Doch, reicht's. Und jetzt noch den hier. Oh, 65.000. Der Barmuts strahlt ganz schön stark. Ja, aber ich habe vergessen, wie viel der Angriff hier einen Schaden macht, eine Ausdauer. Aha. 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 Ich war jeden einzelnen Angriff aus, ja. Jetzt schlitze ich dich. Nein, er haut ab. Haha! Nein! Nein, ich dachte, du schießt jetzt mal. So langsam habe ich den Kampf wieder hier raus, das Kampfsystem. Boom. Das sieht so stumpfsinnig aus, wenn ich einfach nur so schlage. So. Und den. Oh, Herzstein, yay. Ist das der Herzstein? Lady Goddetha wird es wissen. Okay. So. Na, dann mal zurück. So, vielleicht noch von einer Quest hier halt machen, um mir im Weg zu sparen, aber was soll's, ne? Wollen wir schon mal hier. Vielleicht kriegen wir was Tolles, ne? Vielleicht kriegen wir ein cooles Accessoire oder so, ne? Wir sind wieder da. Oh, ihr seid wohlbehalten zurück. Dann ist der Greif besiegt. Ja. Und der Herzstein errungen. Ich weiß nicht, was daran so schwierig war. Beide. Oh. Ja. Ja, dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord. Euer Gnaden, euer Vater wäre so stolz. Lady Goddetha, der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Okay. Ja, wir kriegen dann irgendwie ein Accessoire oder so, was ich nicht benutzen werde. Die Armbänder sind fertig.
Bitte, nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde, innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen, als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch, seinen Erben, stellte. Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde. Danke, Lady Godiva, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalith eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godiva, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Danke, dass ihr die ganze Zeit so ein Giga-Chat wart. Ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. Jetzt kann ich ruhig sterben. Griff der Begründer. Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ohne Klar, Frage. Warum nicht? Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Komm, Clive. Er wartet. Okay. Ja, Falkenschrei, wo genau ist das jetzt nochmal? Hier nicht. Rosaria, ne? So, lass ich mal kurz gucken, was das Ding hier. Ich nehme mal das hier auch was zum Ausrüsten, ne?
Vater, dieser Armreif ist schwächer. Gib mir ein bisschen mehr AP. Und dafür 3 mehr Verteidigung. Weißt du was? Gib mir ein bisschen mehr AP, dafür 3 weniger Verteidigung. Was halt wichtiger, 18 mehr AP oder 3 Verteidigung? Ich weiß es nicht, ne? Ja, was soll's. So, dann gehen wir das noch schnell machen, nehme ich an, ne? Rosaria. Falkenschrei, hier. Hoch hinaus, ne? Aber da können wir auch machen eigentlich, ne? Klippe der Tapferkeit, wo ein Wille ist, ne? Das Ding ist immer noch zu, das gibt's nicht. Was muss ich da machen, um das zu öffnen? Also für das Ding hätte ich schon viel früher öffnen können, ne? Aber auf geht's. Irgendwie. Unerschütterlicher Wille und unvergängliche Bande. Denkst du, wir sind stark genug? Um die Welt zu retten, bestimmt. Aber hätten wir Vaters politische Feinde bewältigt? Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich bedenke, was wir jetzt wissen, wozu Mutter in der Lage war. Aber vielleicht mit den Armbändern. Ich glaube auch richtig. Ihn bei uns zu wissen, hätte sicherlich geholfen. Tja. Da vorne ist es. Da werden sie in einen Ort begraben. Wo diese eine Stadt war, die wir mal gegründet haben. Diesen einen Typen, der irgendwie so Halluzinationen hatte und mich mit seinem Vater verwechselt hatte. Vater hat immer für das gekämpft, woran er geglaubt hat. In der Nacht am Phönixtor ist mir klar geworden, dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte. Das hatten bis dahin immer andere für mich getan. Welche Wendung sein Schicksal auch nahm, er hat nie den Mut verloren, nie gezweifelt, nie aufgegeben. Größtes Vorbild. Und ich versuche immer noch, ihm gerecht zu werden. Wie wir alle, Clive. Wie wir alle. Das werden wir auch weiter, weil er es genau so gewollt hätte. Ja. Und es ebenso getan hätte. Auch wenn das bedeutet, die Götter selbst herausfordern zu müssen. Dein Helm wird uns begleiten, Vater, wie auch du. Halte deine Hand über uns, während wir deinem Beispiel folgen. Verlass dich auf uns. Weiter geht's. Weiter. Bis zum Ende. Und dann zum Neubeginn. Alles klar. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Helm. Rostiger Helm. Krieg zieht ein. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Na gut.
Beistand von Joshua hat sich der Gruppe angeschaut und wird bis zum Aufbruch des Ursprungs bei Clive bleiben. Ja, das habe ich schon. Ja. Wenn ich die Quest jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre das nicht der Fall gewesen, oder was? Okay, machen wir das hier noch. Das klingt irgendwie so. Müsste ich Öl hier besorgen für mit? Ne? Können wir auch noch machen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Zweimal Öl finden, da wird aber nicht so schwierig sein, ne? Dann haben wir die Quest auch schon mal vorangetrieben, schon mal, ne? Okay, auch muss ich jetzt hier irgendwo suchen. Dup. Hey, yo. Mit Öl. Kaum zu glauben, bei allem, was hier passiert ist. Level 33. Überlebt er immer noch. Dafür die drei Gegner 300 Erfahrungspunkte. Kampf ging viel. Der war viel schneller vorbei und hat dementsprechend viel Erfahrungspunkte gegeben, fand ich. Ich war außerhalb des Gebiets, ne? So, kann ich das Ding auch ansprechen? Nö. Oder? Nö. So, wo ist das Öl? Da ist das Öl. Ging doch relativ schnell, als gedacht hätte. Dann zurück zu Mitt, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Alles klar, ging sehr viel schneller, als gedacht hätte. Ich weiß nicht, ob wir die. Ach komm, sprechen wir mit ihr auch noch. Ne, wenn wir Glück haben. Ist auch eine neue Quest gerade aufgetaucht. Das Symbol war gerade anders. Neuer Brief ist eingetroffen. Boah. Dann war die Musik hier. Ich habe schon wieder ein paar neue Tracks hier freigeschaltet, ne? Dann nehme ich jetzt mal an, wird das ja jetzt wohl nicht so lange dauern mit Bett hier, ne? Was haben wir hier neues? 1000 Tables. Man kann über sie sagen, was. Auf die Musik kann man. In einer Wüstenstätte, glaube ich, ne? So, damit fasse ich ein bisschen kurz, ne? Du möchtest nicht eine fünfstündige Unterhaltung hier andrehen, ne? So, aller Genshin. Ja, ich habe dein Öl und den Panzer. Sag mir, dass das alles ist. Und jetzt heb dich in die Luft mit diesem Teil. Ach, du hörst dich an, als hätte ich dich gebeten, die Welt zu retten. Sag mir, dass das hier alles ist. Es ist fast Alter. Alles, was ich brauche. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und gemerkt, dass ich eine Null vergessen habe und eine Eins. Und Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind eine Heidenarbeit und ich könnte genau das verbummelt haben, an dem Schledern eine halbe Ewigkeit gefeilt hat. Warte mal. Deine Waage. Als die Kinder sie zerlegt haben, war ein kleines Zahnrad dabei. Und ich glaube, sie haben es nicht benutzt. Als oh ja, die Kinder waren's. Die Krümel? Aber warum? Weißt du was? Eigentlich will ich es nicht wissen. Ich mache am Modell weiter. Such du das Zahnrad. Na, so weit noch machen. Komm, mach mal. Vielleicht sagt ja was Wichtiges. So, Schlingel, wo ist die Waage, die ihr zusammengebaut hat, fälschlicherweise? Sie scheint sie
Ich hab mich daran erinnert. Versteckt sich mit noch vor uns? Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Vielleicht ein Luftschiff. Bestimmt ist es ein Luftschiff. Ja. Dürfen wir ihr helfen? Deswegen bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Stimmt, dort ist eins vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben's noch, keine Sorge. Ist in unserer Kleinkramtüte. Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Und wir werden immer besser. Hör auf damit. Alle Teile, die übrig bleiben, sind unter unseren Betten. Zur Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Mein Gott, hör auf. Irgendwann explodiert einfach nur Schleder ins Armboss. War das alles? Wir haben eine ganze Menge auf Vorrat. Fürs erste Jahr. Aber ich erzähle mit von eurer Sammlung. Zur Sicherheit. Danke, Sid. Unser aller Leben jetzt retten. Zahnrad. Alles klar mit hier. Jetzt sind das Ding ja in die Luft. Und? Hast du es? Nimm's. Nimm das. Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Aua. Ist es das? Ja, genau. Perfekt. Du bist ein Genie. Das stimmt. Und was genau machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Na, du wirst es schon sehen. Oh, können wir jetzt echt durch die Gegend fliegen? Was würde uns denn das bringen? Endlich fertig. Ja, sieht aus wie ein Luftschiff. Dann wollen wir mal sehen... Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Dieser Antrieb. Echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Noch mehr, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. Bekannt, man. Destroyer of Worlds. Tut mir leid. Ja, mir auch. Clive, sag mir, was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Paps hat immer gesagt, es gäbe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und?
Deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du, ja. Ja. Na gut, eines Tages. Noch nicht jetzt, anscheinend, aber eines Tages. Oh, ich hätte mich so gefreut, wenn wir jetzt durch die Gegend fliegen. Ja, wozu hätten wir halt gebrauchen können, ne? Auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher. Auftrag abgeschlossen. So, und da kriegen wir jetzt ein Level ab, ne? Pass auf. Oh, langsam nähern wir uns zu der Level 50, ne? Luftschiffmodell. Cool. Dann nehme ich mir die. Dann stecke ich das ein. Ich nenne dieses Modell die Highwind. Nee, das Schiff heißt ja schon die Enterprise, ne? Nicht wirklich. So, ich weiß nicht, wie viele Quests hier noch übrig sind, ne? Noch ganz viele, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar, das wird noch ein bisschen. Ah, oder wir sind ein bisschen heute vorangekommen, ne? Einige Quests haben wir erledigt, das ist doch schon mal etwas, ne? Mein nächstes Mal geht's dann weiter, ne? Gucken wir mal, ne? Was hier noch alles auf uns wartet, ne? Oh, kann ich mir eine Belohnung abholen? Kann ich mir eine Probenbelohnung abholen? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Hier. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Genji-Anschuhe, Nur für dich. Genji sind normalerweise sehr gute Ausrüstungsklamotten in Final Fantasy. Zeig mal. Weißt du, das ist ein Accessoire. Hört den verrichteten Schaden um 5%. Einfach nur so. Den verrichteten Schaden. Was ist denn das für eine Wortwahl? Warum nicht angerichteten Schaden oder irgendwie so was? 500 mehr LP, das ist auch nicht schlecht. Kann ich zwei Arten Handschuhe tragen? Hm, vielleicht sollte ich irgendwann mal diese Anti, diese super FP Dinger hier mal wegrüsten, ne? Weil FP brauche ich nicht mehr eigentlich. Aber das ist ja alles verschwendet, ne? Bis jetzt schaffen wir es ja noch irgendwie, ne? Jetzt sind wir noch gar nicht Game Over gegangen, oder? Oder? Ja, doch, doch. So ein paar normale Bosse, ne? Hin und wieder mal. Keine Ahnung. Ja, Lennart, keine Ahnung. Gut. Das war's für heute, ne? Ja, jetzt folge jetzt weiter mit einigen Quests, ne? Ich sag dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, halt doch mal die Klappe, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Clive sagt, ciao.